Ja, willkommen zurück zu dieser doch sehr bedrückenden Musik. Wir haben im letzten Part Bell getötet und dann wiederbelebt, um jetzt mal ein bisschen heroischer dazustehen. Und alle haben sich hier, am Ende des Parts gab es eine große Explosion, ein Beben. Und wir konnten Regirock schon sehen, aber was ist hier los? Oh. Enoch. So, da wollen sie Regirock mitnehmen. Okay. Dann lasst uns fighten. Ich bin sehr gespannt. Mit der epischen Rivalenmusik. Noctu. Es ist fast schon ein Joke, aber ich werde es brickbreaken. Irokex jetzt, die Weiterentwicklung, richtig geil. Jawohl. Aufruhr, Aufruhr, wird ein wenig Damage machen. Es ist wie ein Déjà-vu, aber wir sind schneller. Brick Break. Sehr gut. Digger's B, dann darf wieder unser Peng Peng Bubble Beam. Nice. Odor Slöss. Ich habe übrigens vor, nach diesem Part, ich sag mal so, alle auf Level 32 zu leveln. Ich glaube, das wäre legitim. Quick Attack. Oder was würdet ihr sagen? 32? Ja, ne? Klingt doch fair and square. So, den ersten haben wir down. Wo ist der zweite? Jetzt bin ich gespannt. Bisher haben sie ja alle ihre Bodengestein-Kollegen. Ja, Digger's B again. Eigentlich müsste ja Brick Break ihn auch richtig aus den Sohlen hauen. There we go. Ach, das ist so witzig. Das ist fast schon zu witzig. Ich lass mal unseren Vanille-Eis auch ein bisschen Action. Weil die haben ja einfach mal die gleichen Pokémon. Nur andersrum. Weiß nicht, ob das so gewollt war vom Entwickler. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Identified. Und damit hätten wir die beiden Grunts besiegt. Level 30. Yes! Jetzt geht's ab hier. Enoch. Wow, das ist schon die Weiterentwicklung. Okay, geil. Der Dude ist, der ist ja ein Drache, ne? Okay, gut, dann werde ich ihn brickbreaken. Weil er ist noch Gesteindrache, glaube ich. Sehr gut. Ancient Power. Sollte easy tankbar sein. Noch ein Brick Break und down he goes. Ich muss sagen, die Leute im Turm waren viel stärker. War echt krass. Digger's B again. Ich bleib einfach drin und Brick Breake, was das Zeug hält. Brick Break. It's super effective. Hot Pants mit dem Level up 31. High Jump Kick. High Jump Kick. Das klingt ja witzig. Yo. Geil. Ich würde es sogar gegen Payback
Weil wir Payback nie benutzen. That's why. Golurk. Wer ist denn Golurk? Golurk. Ist das etwa... Ist das der, der ich denke? Wir gucken mal in unser Lexikon. Golurk ist Golgantes. Aha. Na gut. Dann kommt unser Siginaf ins Spiel. Okay. Aurora Beam. Sehr gut. Magnitude 7. Stark. Ja, das war nicht... Das war stark. Reingauen. Down he goes. Sehr viel XP. Aerodactyl. Weil wir so angeschlagen sind, werde ich tatsächlich Peng Peng... Oh, Peng Peng darf auch nochmal. Silinaf hat eh den EP-Teiler. Müssen wir gleich mal Fire Ghost geben. Level 32. Bubble Beam. Biss. Stark. Flinch. Biss. Stark. Flinch. Ist heute irgendwie ein Déjà-vu-Tag oder ist das Zufall? Auch eine Super Potion, die war weiter unten. Warum auch immer. Biss, stark, kein Flinch. Das wäre ein Hex. Biss, stark. Bubble Beam. Leider müssen wir uns nochmal heilen. Ich denke nicht, dass es down gehen wird. Nach einem Bubble Beam. Ah. Knapp. Kein Crit. Ah, Crits würden dieses Spiel so viel einfacher machen. Meint ihr nicht auch? Leider werden wir einfach durchgebissen. Müssen damit leben. Biss, stark, Flinch. Biss, stark, Flinch. So, kein Flinch und damit war's das. Wir hatten gerade übrigens das dicke Risiko, gecrittet zu werden. Bei einer Nuzlocke wäre das so fail. Bei einer Nuzlocke hätten wir aber auch schon das ein oder andere Pokémon verloren. In diesem Fall besiegen wir eh noch. Und, ja. Was ist jetzt mit Regirock? Das war's, ne? Krass. Ich will in diese Höhle. Ich will sehen, ob die Höhle ein bisschen größer ist als nur Regirock. Krass. Wrecked Map. Okay, immerhin, unser Depur-Kollege wurde auch besiegt. Okay. Jawohl, da ist Surfer. Alter, Leute, wir müssen so viele Orte besurfen. Und wir haben endlich eine geile Attacke. Für, hier liegt noch was. Direkt vor uns, Rare Bone. Geil. Und wir haben eine neue Attacke für Peng Peng. Was ist Rare Bone? Gesteinattacken? Ah, das ist ja witzig. So, erstmal hier ganz kurz. Wir brauchen erstmal Surfer. Oh, und das darf sogar Peng Peng statt Max lernen. Und zwar... Und zwar für Bubble Beam. Weil wir werden eh immer Surfer einsetzen.
So, dann haben wir Surfer. Dann wollte ich Items switchen. Ups. EP-Teiler. Und Nevermelt Eyes. Okay, cool. So, wir können jetzt Surfer. Ja, geil, wir können es auch direkt einsetzen. So, ich gucke mich hier erstmal um. Hier ist gar nichts. Interessant. Hier ist auch gar nichts. Die Musik, ne? Anda! Wer ruft mich? Bell! Bell! Wie sieht's aus? Hast du heute Zeit, so nach dem Part? So 10 Minuten? Ja? Ja? Wirklich? Ja? Nein? Wie nein? Okay, now for real. Oh! Krass, wir haben Glumanda bekommen. Mega Glumanda. Das ist interessant. Gucken wir uns gleich mal an. Cool, dass man einfach Glumanda geschenkt bekommt. Aber klar, wir haben ihren Turm gerettet. So, die sagen nichts Neues, oder? Nee. Okay. Alle sind wieder da. Das müssen wir uns kurz mal angucken. Ups. Wir müssen uns kurz heilen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was wir hier für ein Glumanda geschenkt bekommen haben mit Megastein. Aber X oder Y? Ah, sogar schon Glutexo, nice. Y. Serious. Das ist neutral, ne? Ja. Ha. Cool. Wirklich cool. Okay, sein Sprite ist im Arsch hier bei den Attacken. Nice. Scary Face macht jetzt hier ganz schön Sinn. Ja, Glutexo geil. Aber ich bleib bei Fire Ghost. Und das Phlegmon müssen wir noch abliefern. Wenn ich nur wüsste, wo. Ich hab diese Parts nämlich hintereinander aufgenommen. Das heißt, ich weiß nicht, wo. Aber ich will hier surfen. Ich wollte schon immer mal hier surfen. Um diesen Hafen herum. Yo! Frillish! Hier ist nämlich ein Weg. Aha. Ich wusste es. Dann holen wir die anderen Shards auch mal ab. Keine Shards. Warte mal, man kann drumherum laufen. Los. Okay. Okay, das heißt, wir haben hier eine fette Surfroute. Mit einem Swimmer. Ich habe zwar nicht so Bock gegen Wasser-Pokémon, aber hey, lass uns fighten. Nice Sprite. Celeste. Perlu. Brick Break. Iron Defense. Ich brech deine Iron Defense. Fire Ghost Level 30. Shelda ist Shellos? Moment. Das muss investigated werden. Ich will hier nämlich keinen Blödsinn erzählen. Wir können es ja erstmal reinlassen, ne? Das wäre auch mal ganz nett von mir.
Ach, das ist Mushas. Das ist ja Mushas. Geil. Aber wo ist denn dann... Genau, Shellos ist Shalelos. Und Shelder ist Mushas. Okay, cool. Die ähnlichen Names of the Names. Level 28 übrigens, also wir sind dann doch okay mit unserem Level. Dann überlege ich es mir nochmal mit dem Training. Aber vielleicht bringe ich alle auf ein Level. Das wäre vielleicht eine Idee, wobei alle relativ ausgeglichen sind. Real Talk. Ha. Okay, dann haben wir hier den Steg. Da oben ist noch ein Item. I want, I need that. Don't look at me while I'm swimming. Aber du hast mich angeschaut, while I was surfing. So, Christoph. Mit K. Du Deutscher. In Gaia. Hast du Lust auf einen Brick Break? Ne? Wirklich nicht? Hm? No? Felino? Weiter geht's mit Quagsire. Quapuzzi. Ne, gar nicht wahr. Hier, Morlord ist das ja. Morlord. Cool. Morlord ist tanky. Amnesia hilft ihm, glaube ich. Ne, hilft ihm gar nicht. Das hatten wir schon mal. Vor ein paar Parts. Und down he goes. Was wird da für ein Item übrigens liegen? Ich rechne ja nur mit einer Hyper Potion. Was aber gar nicht so schlecht ist. Shit, da kommen wir gar nicht hin. Jo, was ist das für eine Route? Shiny Stone? Wir sind übrigens in irgendeiner... Cool. Wir sind übrigens in irgendeiner Ruine und ich muss mal kurz meine Map auspacken. Map, Map, Map. Map heißt Karte. Und... Ah. Wir gehen Richtung Heimat. So, dann liegt hier sehr wahrscheinlich... Nichts. Okay, cool. Hier liegt doch bestimmt was. Nein, auch nicht. Die Frage ist... Ah... Hier sind wir. Das ist ja geil connected. Wir sind wieder da Horn. Ist hier eigentlich was passiert? In der Zwischenzeit? Nein. So, da oben, da waren wir schon mal. Da haben wir ein Item abgeholt. Hier ebenfalls. Cool. Dann gehen wir mal unsere Mom besuchen. Mit dem Moonwalk. Hi, Mom. So, erstmal, was macht man nach dem Pennen? Richtig, erstmal hier schön Nest zocken. Okay, time to go. Diesmal ohne Moonwalk, diesmal einfach direkt die Treppe runtergejumpt. Slowpoke. Passt auf, Leute. Wir haben noch 3 Minuten und ich werde jetzt ein Miracle versuchen. Ich werde versuchen, auf Anhieb den Phlegmon-Typen zu finden. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich erinnere mich dunkel, wo der war. Ich finde den. Passt auf. Ich finde den. Ich finde den. Ich finde den. Ich glaube, ich weiß, wo der war. Der war hier, glaube ich. Ja! Slowbro Knight. Jawohl! Was haben wir eigentlich für ein... Wir haben einen Adamant. Geil, Alter, wir haben Adamant Phlegmon. Wie geil ist das denn? Eigentlich will ich das fast sogar schon im Team. Nehmen wir einen Mega Phlegmon ins Team? Was sagt ihr dazu, Leute? Warte mal, wir haben gar keine
Doch, wir haben Headbutt, lol. Gar keine physischen Attacken. Ja, okay, das ist natürlich interessant. Witzig. Na gut, ich lasse euch mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video sehen werdet, wahrscheinlich ein paar Parts voraus sein werde, aber schreibt mal so, was ihr bis jetzt haltet von dem Spiel. Für mich macht es wahnsinnig Spaß und ich würde gerne von euch hören, was ihr so denkt an dieser Stelle. Nicht nur das Spiel allgemein, sondern dieser Run und ob ihr vielleicht gewisse Wünsche habt oder auch was unsere Team-Member angeht. Jetzt, wo wir Zugriff haben auf Mega Evolution. Also ich habe noch einen Kandidaten auf der Liste und ich weiß, dass er kommen wird, aber ich glaube etwas später. Ich sage schon mal so vorweg, mit Mega Evolution hätte ich schon Bock auf Ampharos, aka Voltilam. Oder es gab Voltilam sogar schon, wa? Gucke ich gleich mal im Pokédex. Eigentlich können wir das auch jetzt machen. Alter, was ist denn das für ein Pokédex? Krass. Habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Stimmt, man konnte das so aufteilen. Gab es eigentlich... Warte mal, das muss ich mir mal kurz angucken. Stimmt. Cool, ja, lange nicht mehr hier reingeguckt. Geile Sache. Ja, Wisst ihr, was das Witzige ist? Ich weiß gerade spontan gar nicht, wie Voltilam... Doch, ich weiß es. Ich weiß es. M. Mareep. Ich glaube, wir haben es tatsächlich schon mal gesehen. Da ist es. Und das ist... Das ist... Ja, okay. Wisst ihr was, Leute? Ich werde uns einen Voltilam besorgen. Ja. Das ist beschlossene Sache. Also, Leute. Wenn dieser Part zu Ende geht, werde ich mich auf die Suche nach Voltilam machen. Und dann, meine lieben Leute, dann geht's weiter. Ihr könnt ja so lange auch überlegen, ob Phlegmon nicht, ob Peng Peng unser einziger Wasser-Stahl-Dude bleiben wird. In diesem Sinne sage ich GG, es war mir eine Freude wie immer und ich erwarte euch im nächsten Part. Macht's gut!